Man muss nicht unbedingt ein Experte für plastische Chirurgie sein, um zu sehen, dass bei Katie Price nicht alles echt ist. Bei der Präsentation ihres Buches Make My Wish Come True wurde das wieder einmal allzu deutlich. Besonders die üppige Oberweite der Britin stach hervor. Die ist bekanntlich kein Geschenk von Mutter Natur, sondern Werk eines Schönheitsdocs. Trotzdem wettert Katie jetzt gegen Renee Zellweger, die gerade mit ihrem, sagen wir mal, aufgefrischten Äußeren überraschte. It didn't look like her at all. I liked how she looked before. But then people say that about me, they like what I, my old nose, but then so did I. I can't just get it out of the cupboard and stick it on anymore. So. Klingt ganz so, als wäre Katie Price von ihren Beauty-Eingriffen nicht mehr so wirklich überzeugt. Und auch andere Promis bekommen von dem britischen TV-Star ihr Fett weg. I had a list of loads of celebrities. And don't you think all their faces look similar in a certain way? Like when you have surgery on your face. And I know you're looking at me thinking, but you've had stuff on your face, which I know I had my nose done and Botox and years ago fillers and stuff. But they sort of all look the same. I can't explain it, but you don't look at them and think you look good. You look at them and think surgery. Does that make sense? And people probably look at me and think that, but I don't look half as bad as any of them. Hatte Katie Price also einfach den besseren Schönheitsdoc als Renee Zellweger? Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden, aber eins steht fest. Zu viel Botox tut keinem gut.